Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt, da hier alles erledigt ist in Island, reisen wir jetzt zurück nach Engerland. Meisterschaftsherausforderung verfügbar. Der neue Spielmodus Meisterherausforderung ist nun verfügbar und mit ihm neue Quests, einzigartige Ausrüstung und kosmetische Gegenstände. Wagen hat neue Rüstung im Angebot, aber nur für jene, die das erste Flussraubzug-Kartenpaket gemeistert haben. Also, was haben wir jetzt hier? Erreich eine Herausforderung der Götter. Da starte ich jetzt hier. Ihr wisst nicht, was ihr tut, wenn ich frei bin. Warum regnet es schon wieder? Was kannst du mir heute anbieten? Du hast ein Auge für hohe Güte. Was soll ich denn hier bitte schon verbessern? Ich könnte das Aussehen ändern. Ist es das, was du suchst? So. Das habe ich ja eh nicht an. Eigentlich ist es total egal, wie das aussieht. Sonst kann ich nichts für dich tun? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So, jetzt sehe ich mehr wie ein Assassin aus. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Boah, Alter, ey. Was soll ich jetzt da finden? Ich weiß ja nur nicht, ob ich so damit klarkomme, dass sie jetzt so aussieht. Vorsicht, Mütterchen. Etwas fiel aus dem Himmel zur Erde, als wäre es mit Odins Stärke geworfen. Stärke, von der er sicher hoffte, er besäße sie. Die Gefahr ist vorüber. Doch sieh, etwas kam dort am Berg zum Vorschein. Sieht fast wie eine Tür aus. Wenn dem so ist, dann führt diese Tür zu etwas, nach dem ich schon lange suche. Darf ich dich um deine Güte bitten, Drenger? Mein Name ist Eivor vom Rabenclan. Und es kommt darauf an, wie gütig ich sein soll.
Wirst du mir eine Bleibe geben, derweil ich die Tür untersuche, Eivor vom Rabenclan? Ich gebe Fremden für gewöhnlich keine Unterkunft. Mein Name ist Hildiran. So, nun sind wir keine Fremden mehr. Ich bitte dich, wenn ich recht habe, handelt es sich um Freyas Tor. Erlaube mir zu bleiben und ich helfe dir, die Schätze auf der anderen Seite zu entdecken. Nun gut, ich gebe dir ein Fleckchen Land, um dich niederzulassen. Und die Früchte unserer Raubzüge, um zu bauen. Ich danke dir sehr gütig. Die Götter sind dir gewogen. Ich mag gütig sein, doch ein Narr bin ich nicht. Alle müssen etwas beitragen und ich erwarte von dir dasselbe. Nun, das scheint mir nur recht und billig. Was mir hier auffällt ist, Eivor fehlt hier ein Finger mit der Rüstung. Eivor, welch willkommener Besuch. Gefällt es dir? Du hast hier wirklich einiges verändert. Aber wie hilft dir das dabei, eine Steintür zu öffnen? Das ist ein Schrein für Freya. Wir brauchen ihre Gunst, wenn wir die versteckten Schätze heben wollen. Ah, jetzt heißt es also wir. Ich wusste doch, dass auch du sehen willst, was sich dort befindet. Komm, Freya verlangt nach einem Kampf, ehe sie uns hilft. Für einen Moment dachte ich, du forderst mich zu einem Kampf heraus. Sorge dich nicht, ich halte einiges aus. Ich kann unmöglich mit dir kämpfen. Ich würde dich töten. Versuch es doch. Greif mich an. Und jetzt steh auf, damit Freya ihren Kampf bekommt. Streng dich mehr an. Ich treff die nicht. Ja, halte dich bloß nicht zurück. Bietest mir zu viel Angriffsfläche. Gut. Nun sieh her. What? Greif mich doch mal an! Ich sehe, da ist das. Und wie kämpfst du mit der Stärke eines Berserkers? Ich kann es dir beibringen. Doch zuerst kämpfen! Was geht hier? Gut, das war gut. Ich sah bereits viele seltsame Dinge, doch so etwas noch nie. Welchen Zauber beherrschst du? Eine Seherin kämpft so nicht. Ich bin keine Seherin. Ich bin, was du vor dir siehst.
Eine alte Kriegerin mit geheimem Wissen. Wenn das kein Seder war, was war es dann? Das war Kampfeinkehr. Du warst in Hugaheim, dem Reich des Geistes. Du kannst ohne Zurückhaltung angreifen und fürchtest keine Verletzung. Es ist eine geheime Ausbildung, von der nur wenige wissen. Und doch weißt du davon. Nun bist du froh, dass ich bleiben durfte, nicht wahr? Sehr. Sag, welche Rolle spielt dieses Kleinod dabei? Es ist ein Gefäß. Und es muss mit der Kraft gefüllt werden, die im Kampf frei wird. Doch dies gelingt nur mit solch einem Schrein. Man findet seinesgleichen in ganz Mercia. Ich habe noch viele Fragen. Ich verspreche dir, du wirst Antworten finden. Doch für den Anfang habe ich dir einen Schrein vermerkt. Gehe dorthin, kehre in deinen Geist ein. Das Kleinod wird dich nach Hugaheim ziehen. Und was passiert, wenn ich die Übung abgeschlossen habe? Dann kommst du zu mir zurück. Wohlan. Kennst du Valka? Etwas an dir erinnert mich an sie. Geh, Eivor. Geh und übe. Ja, bei angezeigten Schrei in Geist ein. Wo denn? Da hinten. So, okay. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Da hinten ist der Schrei. Dann mache ich den Kampf noch. Prüfung des Bärs, Prüfung des Wolfs, Prüfung des Rahmens. Regel der Prüfung. Du verdienst, je nachdem wie du dich in den einzelnen Prüfungen schlägst, Punkte, die du gegen Belohnung eintauschen kannst. Hugaheim stattet dich mit Ausrüstung und Fähigkeiten aus, die du zum Bestehen der Prüfung beachten wirst. Brauchen wirst. Sie gehen aber nicht in deinen Besitz über. Eine Auflistung über die Vorgaben von Punkten für die jeweiligen Aktionen. Fallschaden, Tötung, Nahkampftötung, töte alle Ziele, okay. Abzeichen und Belohnung. Zeigt die benötigten Punkte für jedes Abzeichen. Fahre darüber, um die jeweilige Belohnung zu sehen. Ausrüstung. Dies ist die Ausrüstung, die du für die Herausforderung tragen wirst. Fahre drüber, um mehr Informationen zu erhalten. Fähigkeiten. Dies sind die Fähigkeiten, die du für diese Herausforderung haben wirst. Neue Schwierigkeit. Der von dir eingestellte Schwierigkeitsgrad wird für die Dauer der Prüfung verändert. Danach wird er wieder auf den von dir gewählten zurückgesetzt. Okay. Dann sagen wir mal, Prüfung beginnt. In der nächsten Folge, doch. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.